Hi Leute, zurück zu einer neuen Folge RIM. So, wenn wir mal schauen, wie es hier an der Stelle weitergeht, habe ich ja versprochen, ich mache hier weiter und wir wollten eigentlich schauen, ob wir da hinten zu dem Funkel oder zu der Funkelstatue da hinkommen. Ist ja offensichtlich, dass wir da eigentlich hin müssen und wo es jetzt hier hingeht, schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. So, die Schweine sind gefüttert. Die werden irgendwo schlafen jetzt. Schauen wir doch mal weiter. Hier sind ein paar Schweinchen. Und wir haben auch hier schon wieder so eine komischen Obstbäume. Irgendwas haben die natürlich zu bedeuten. Nimm mal eins. Und ich gebe hier mal so ein Schweinchen was. Vielleicht haben die uns dann lieb. Ich weiß es nicht. Hier geht es auf jeden Fall runter, oder? Ich will hier aber noch nicht runter. Okay, wir kriegen doch Fallschaden anscheinend. Aber wir haben halt auch keine Energieanzeige oder so. So, den müssten wir jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was wir hier machen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch zwei so kleine Statuen übrig. Geh mal hier hoch, würde ich sagen. Boah, schaut das geil aus. Also mit dem Sternhimmel schaut schon super aus. Sehr schön. Ich denke mal, dass wir hier noch nicht drüber kommen. Okay. Von hier, glaube ich, sind wir gekommen, oder? Kann das sein? Nee. Nee, hier sind wir nicht gekommen. Aber ich glaube, wir können da auf jeden Fall schon mal runtergehen. Oder geht es hier noch weiter? Nee, hier komme ich nicht hoch. Schauen wir uns das. Was ist denn das da hinten? Steht da jemand? Der hat auch so einen roten Humang wie ich. Na ja, komm, dann lass uns einfach mal rüberschwimmen. Hier kommen wir nicht hoch. Da steht doch jemand, oder? Ich soll tauchen, oder was? Und soll ich hier tauchen?
Ah, verstehe. Immer an so einen weißen Stellen hier, glaube ich, kann man auch klettern. Das sind so Art Kletterpunkte oder sowas. Und da hinten ist auch schon das nächste. Okay. Was ist denn jetzt der mit dem roten Umhang? Ist der gar nicht mehr da, oder wie? Okay. So, dann würde ich sagen. Das ist jetzt praktisch die andere Seite von dem Anfang. Da, wo vorher die unsichtbare Wand war. Gehen wir doch mal in die Richtung. Ich denke mal, dass eins unserer ersten Ziele ist, diese leuchtenden Statuen freizuschalten. So, hier war die andere Statue. Okay, das sieht nicht gesund aus da unten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da komplett durchs Wasser können. Aber wir können hier entlang gehen. Genau, ich springe jetzt mal hier rüber. Okay, hier gibt es Kletterpunkt. Wie bei Tomb Raider. Aber ob das stimmt, was wir hier machen, ich weiß es nicht. Ey! Nein, das stimmt nicht. Aber hier ist doch. Kann man hier. Kann man sich hier runterhangeln oder so? Nee, das stimmt nicht. Ich denke mal, dass wir da rüberspringen müssen, oder? Nee. Hä? Oder wir müssen dort runter. Probieren wir es mal dort. Der hängt sich aber auch nicht fest, dann würde ich sagen. Okay, hier würde es runtergehen. Ich weiß ja nicht, ob uns die komischen Quallen da unten was tun. Nee, okay, wir kommen da nicht runter. Okay, dann muss es auch irgendwie einen anderen Weg geben. Was ist das da hinten? Na, was bist du denn hier? Okay, jetzt haben wir anscheinend einen Fuchs oder sowas. Können wir mit dem machen? Können wir was mit dem machen? Mal schnell in die Extras rein. Spielzeuge. Fuchs. Okay. Würde uns das Spiel bestimmt noch sagen. Okay, hier ist nämlich der Anfang, oder? Aber da kommen wir doch gar nicht lang. Oder können wir da auf der anderen Seite vielleicht hoch? Habe ich das vielleicht so komplett schon am Anfang übersehen? Dass wir auf die andere Seite müssen. Es kann natürlich sein, dass ich das schon komplett am Anfang übersehen hatte.
Irgendwie müssen wir hier raufkommen. Irgendwie wird es gerade dunkel. Ich weiß nicht warum. Ne, okay. Na, er schwimmt wieder zurück, okay. Das heißt für mich, wir müssen praktisch auf diesen Felsen da oben drauf und da irgendwie rüberspringen. Okay. Wir schauen uns das nochmal genauer an. Und wie kommen wir denn da oben rauf? So, okay, probieren wir es nochmal. So, wir müssen irgendwie hier auf den Felsen rauf. Also ich glaube, wir waren schon richtig, aber ich weiß halt nicht. So, hier wäre der Fuchs gewesen. Gehen wir doch mal hier rauf. Wenn es denn geht. Ne, hier geht's nicht. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Oder? Oben sind schon Kletterpunkte. Wenn ich da oben mal lang gehe, schauen wir doch da oben mal lang. Kann man hier irgendwo hochspringen? Nee, auch nicht. Geh hoch. Okay, hier zeigt das mir praktisch an. Oh, gut. Es wäre vorher gar keine Option gewesen, dass ich da hinten lang gekonnt hätte. So, ich glaube, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus jetzt. Und da ist auch schon wieder der rote Baron, sag ich mal. Wo geht der hin? Okay. Sehr mystisch. Sehr geheimnisvoll. So schön. Vielleicht weist der uns so ein bisschen den Weg. Ich weiß es nicht. So. Somit haben wir jetzt hier alle Viecher. Und wir gehen gleich mal zurück. So, wir müssen selber schauen, wo das war.
Da scheint auch ein Spielzeug zu sein. Da komme ich doch niemals rüber, oder? Dann muss ich irgendwie anders hinkommen. Aber wie? Wie komme ich denn dorthin? Dann gehen wir mal hier rüber. So, kann man hier runter? Nee, kann man auch nicht lang. Okay. Okay, das ist irgendwo hier links drin. Jep. Gehen wir mal hier rüber. Da ist es. Okay, ich weiß nicht, was wir damit machen müssen. Okay, das ist eine Art Scherbe oder sowas. Okay. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal zu den Statuen. Die müsste ich eigentlich alle haben jetzt. Ja. So, kann man hier was machen? Ah, okay, wir haben so einen Fuchs befreit oder sowas. Cool. Ah, alles klar. Gut, Leute, ich würde sagen, machen wir auch schon wieder einen Cut und schauen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.